Junge, geh mir doch nicht die ganze Folge auf den Piss. Kannst du wiederkommen? Ich schieße dich mit Insta-Bomben voll spam. Hallo, my friends, and welcome back to Splatoon 2. Heute wieder ein paar wunderschöne Fragen bzw. Themen am Start. Weil ich habe mal wieder auf Discord gefragt, yo, haut mal ein paar Themen und, oder Fragen raus, die ich mal in ja, diesem Video beantworten kann. Somit auch an euch, falls ihr mal irgendwelche Fragen oder so habt, schreibt sie gerne hier unter diesem Video. Dann werde ich sie beim nächsten Fragenvideo gerne beantworten. Egal was, haut es einfach raus. Einfach was euch so spontan einfällt oder keine Ahnung. Könnt ihr dann gerne machen. Kann auch irgendein Thema sein, was euch interessiert oder ein Erlebnis, was euch geil fand und gesagt, das muss man erzählen oder was auch immer. Das könnt ihr gerne machen. Also richtig abkacken da, Alter. Ja, was denn? Wenn du eine Range-Waffe hast, gehe ich halt so auf Range. Oh, bist du ein... Weißt du, der letzte Hit verstehe ich jetzt nicht, aber ist auch egal. Ich weiß immer überlegen, ob ich live kommentiere oder das Gameplay aufnehme. Aber bevor mich dann wieder welche voll heulen, dann mache ich das lieber so. Kann ich mich noch ein bisschen aufregen. Aber das habe ich gerade nicht verstanden. Weißt du, kennt er jetzt immer noch auf Range da, der Typ? Ich bringe ihn um. Weißt du, diese letzten Hits, Alter, die sind so unnötig. So, mir ist gerade mein Mikro gefühlt runtergefallen, was manchmal mich echt anpisst. Oh Gott. Deswegen... muss ich hier gerade kurz was machen? Oh, der Typ, der campt nur auf Range. Die erste Frage ist, wirst du dir Mario Tennis Ages oder Kirby Star Alias holen? eigentlich nein. Also ganz ehrlich, ich bin ja nicht so ein Kirby-Typ, ne? Ich hatte noch nie wirklich Kirby-Spiele und ich werde auch nicht warm damit. Genauso wie Pokémon-Spiele mag ich auch so überhaupt nicht. Weil ich finde, dass es immer dasselbe ist. Und, ja, so wirklich warm bin ich da nicht mit geworden. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und, ja. Tennis ist halt, wenn ich, also wenn ich Tennis spielen will, dann spiele ich ganz altmodisch noch Wii Sports für die Wii. Das macht richtig Bock. Alter, diese Hits sind so unnötig. Das macht keinen Sinn. Oh, lol. LOL. Diese scheiß Sprungbojen, Alter. Ja, also da, also die beiden Spiele werde ich mir auf jeden Fall nicht holen. Da so viel kann ich abschließend sagen. Krass, ich habe in einem Match eine Frage hingekriegt. Geil. Weil mir mein Mikro runterfallen müsste. Also Scherben. Na, aber geil, dann kann ich die Wartezeiten mit einbinden. Kannst du mal bitte das Spiel Fee spielen? Das habe ich sogar echt im Trailer gesehen. Es sah echt geil aus. Aber ob ich es mir holen werde, ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Aber es sah schön aus, muss ich sagen. Es sah richtig schön. Das erinnert mich an das eine andere Spiel. Aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Aber das war auch ganz gut. Und sah schön aus. Und traurig und so ein bisschen. Was ist dein Lieblingsmodus in Splatoon 1? Also von denen, die du erfunden hast und warum? Ich habe die Fragen mir gestern zwar schon angesehen, so ein bisschen, ne? Und konnte so ein bisschen mich auf was einstellen, aber ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung. Viele von euch mögen ja Bojen Wars. Ich weiß jetzt auch, warum wir immer die Boje genommen haben, wo man jetzt auch theoretisch einen Menschen spielen kann. Wenn man 3 vs. 3 spielen möchte, dann kann der vierte Spieler quasi das Opfer als Boje darstellen, was am besten ist. Und wenn alle 4 mitspielen, dann muss ja halt eine Boje dahin platziert werden. Deswegen, ja... das nochmal so. Lieblingsmodus in Splat 1, die ich erfunden habe. Was habe ich denn erfunden? Defizit Dream Team, Switch Team und ja, Bojen Wars, ne? Hide and Seek habe ich ja nicht erfunden. Ich glaube dann Defizit Dream Team, weil das ist irgendwie so, du hast so einen Mate, wo du mit alles klatscht und wenn du dann geklatscht wirst, musst du ja ein anderes Mate annehmen. Also du musst es ja besiegen. Das ist ganz cool. Hat was. Weil Switch-Team ist ja klar, nur so ein bisschen drum switchen.
dass der Schlechteste kommt oder wechselt mit dem Besten aus dem Team. Ja, ich glaube, Defeat Dream Team. Was sind denn da Top 3 Lieblingsgames? Also so Top 3 Lieblingsgames habe ich ja eh nicht, ne? Sowas wie Lieblingsgame. Da kam auch noch eine Frage, was ist mein Lieblingsgame für die Nintendo Switch? Eigentlich habe ich sowas nicht. So, eigentlich null. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und Top 3... Ich glaube, Mario Sunshine werde ich auch in die Top-Liste packen. Weil Mario Sunshine ist eigentlich schon nice. Und ja, Splatoon 1 ist auf jeden Fall auch dabei, weil Splatoon 1 einfach das Beste ist. Muss man einfach sagen. Muss aber immer noch, ich bin nach wie vor der Meinung, dass... Alter, wie viel Schaden das macht! So ein Schild ist ja total unnötig teilweise. Bringt dich trotzdem um. Ja. Weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass man hier bei diesem Spiel einiges falsch gemacht hat, beziehungsweise verbesserungswürdig ist. Also, kleiner Pissroller, ne? Oh ja. Und, tja. Weiß ich auch nicht, also. Das fängt schon mit den Waffen an. Deswegen, aber das haben wir so oft schon mal gesagt. Da hat jeder so seine eigene Meinung. Aber, ja, Split 1 ist auf jeden Fall das Bessere. Der Nachfolger leider nicht. Aber, ja. Da kommen wir direkt zum Übergang. Nämlich Splatoon. Der wurde da voll überrollt. Just kidding me. Ich hab High Ground. Ich weiß ja jetzt nicht, wo der Roller campt. Ja. Wenn man so blöd nachfragt. Aber wenn da zwei Mates rumlaufen von dem Typen, dann weiß der auch nicht weiter. Und das lässt sich mein ganzes Team wieder umbringen. Von einem Roller. Ja, ich wusste, dass er da war, Alter. Diese Roller finde ich auch richtig unnötig und behindert. Und meine Mates ebenso. Ach Gott. Wenn Splatoon 3 rauskommen würde, was wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich rauskommen wird... was ich mir da für Ultis wünsche. Ey, bleib ich wieder da hängen. Ohne Scheiß, dieser Roller geht mir so hart auf den Sack. Weißt du? Ich schlag nur die ganze Zeit und bleib in der Tinte noch hängen, aber es juckt niemanden. Und jetzt kommen sie auch noch zu zweit an. Weißt du was, du Pissroller, kannst mich hart am Arsch legen. Sagte sie und bringt ihn dennoch um. Weißt du, er geht mir so auf den Sack. Fühlt sich richtig geil damit. Ja, ich kann ja eh alles one-hitten. Alter. ich würde mir die Ultis aus Splatoon 1, den Tintentitan und den normalen Kugelschild wünschen. Weil ich finde, wenn ich eine Special habe... Naja, okay, außer von Splatoon 2 würde ich die Schwarm... Oh, 2002, das ist cool. Würde ich mir die Schwarmraketen, so, damit man alle ungefähr treffen kann. Echolokator ist besser als diesen Detektor. Aber sonst diese drei Hauptultis, also einmal aus Splatoon 2 eben, Erdnuss. Schwarmraketen, weil die am nervigsten sind. Und dann halt Titan und Kugelschild, einfach aus dem... Grund, weil ich mich gerne selbst schützen würde mit dem Titan. Und wenn ich meinem Teammates helfen möchte, dann muss ich schon an sie nah rangehen, um das Schild dann abzugeben. Weil das ist ja meine Special. Wenn ich die Special weitergeben möchte oder weiterleiten möchte oder mit jemandem teilen möchte, dann muss ich schon nah dran stehen. Das finde ich viel besser als, ja, wenn ich so einen Fuzzi-Hit aushalte und trotzdem gefühlt instant sterbe. Und bei Gegnern hält das Schild gefühlt 3 Hits. Aber das ist ja... Saturn oder Mediamarkt? Da ich nicht mal mehr wirklich in Saturn in so einem Laden war, nehme ich Mediamarkt. Vom Mediamarkt habe ich auch meine Switch her, deswegen Mediamarkt. Wie bist du auf die Idee gekommen, YouTube zu machen? Das war schon damals so, wo ich ganz klein war. 12, 13 Jahre. Ja, mit 13 habe ich auch erst meinen YouTube-Kanal eröffnet. Da wollte ich einfach schon immer Videos machen, weil ich habe immer so auf YouTube gesehen, oh... Das würde ich auch gern machen, so.
so Videos und ein bisschen dazu kommentieren. Ich bin zwar eh behindert und so, bla bla. Warum nicht? Und meine Mutter fängt jetzt an zu staubsaugen. Das ist auch ganz geil. Nicht, aber was soll's. Geil, ich hab diesen behinderten Kackroller, der wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit stirbt. Ja. So bin ich auf die Idee gekommen, YouTube zu machen. Lol. Ich wollte Games auch mit Commentary machen, wie ich es heute noch tue. Was willst du mit YouTube erreichen? Geld. Ich will nur Geld, Alter. Nein, Spaß. Weiß ich nicht. Also, ich würde echt gern schon, dass man, weiß ich nicht, ganz vielen Leuten Unterhaltung biete. Und wenn ich irgendwann wirklich ganz viel damit verdienen sollte, dann würde ich das in vielleicht Gewinnspiele reinstecken. Oder halt in den... Du bist so ein... Pisser. Wo campst du wieder rum? Meine Instabombe ist wie ein Detektor. Hat geregelt, wer da rumkämmt. Komm, verpiss dich. Verpiss. So macht man das. Und, ja. Also Gewinnspiele oder irgendwas anderes. Oder dass ich mal Fahrten nach euch in der Nähe oder so machen kann. Irgendwann. Oh, verpiss dich doch einfach. Und dann, ja. Dass ich euch dann wieder was zurückgeben könnte. Und so weiter. Und, ja. Ja, das ist so, ja. Das ist so mein Wunsch. So. Kann ich jetzt kurz eine Frage lesen? Warum heiße ich Kathy Igen? So, jetzt muss doch wieder weiter runterscrollen. Hey, ich campe hier gerade. Oh Gott! Ich hab gerade so gesehen, schnell scrollen. Das war aber auch gemein, aber ich konnte nichts dafür. Sorry. Sorry, lieber Rollo. Ja, dann... Ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas. Solche Hitboxen, die er dann rüberzieht und den gleichen Damage macht, ne? Das finde ich so widerlich. Das habe ich auch meistens, wenn das Blättling gab, ne? Wo ich die gespielt habe. Das ist so ekelhaft. So viel zum Thema nochmal Balancen und was hier in dem Spiel falsch gemacht wurde. Aber ist okay. So. Und kommt mir jetzt nicht mit... Warum spielst du denn überhaupt das Spiel, wenn du es nicht magst? Ich mag's ja, aber es ist halt viel verbesserungswürdig. Weißt du, komm ich jetzt mit Schild, Alter. Tschüss. Obwohl er mein Schild... Ja, okay, er hat mich einmal angehittet. Vorm Schild. Und... Ach, heute komme ich ganz oft ans Mikro, weil... Ich schon wieder Nasenjucken habe. Das ist nicht so geil. Oh, Roller, der nur rollt. Da gab es auch letztens so eine Seite von auf Facebook, ob man mit dem Roller eher einfärbt, Revier, oder ob man eher Leute killen würde. Ich würde auf jeden Fall nicht die ganze Zeit rumrollen wie so ein... Ja, würde ich nicht. Das wäre mir echt zu dumm. Weil du bist dann so leicht angreifbar. Wie man jetzt hier auch gesehen hat. Aber ist die Frage, wer spielt einen Roller? Roller sind halt auch Müll. Ja, wie bin ich auf meinen Namen gekommen? Ich hatte ganz... Also vor diesem Kanalnamen hatte ich ja davor den Namen LPKati. So richtig ganz Standard. Und ich fand das einfach so langweilig. Weißt du, jeder hat das drin. Und dann... Weißt du, ist nichts Neues. Da dachte ich mir so... Also meinen Spitznamen Kati wollte ich schon beibehalten, weil ich den sehr mag. Und ja, dann hatte ich schon direkt, ich muss ja noch natürlich einen Zweitnamen hinmachen, weil so ein Einzelnamen ging irgendwie nicht. Und dann dachte ich mir, ich hatte sofort eigentlich englische Wörter im Kopf, weil deutsche Wörter sind eigentlich der größte Haufen Müll. Und ja, und irgendwann bin ich dann zu Again gekommen, da dachte ich so, ja, so Wiederholung, man kommt ja immer wieder auf meinem Kanal, man guckt ja immer wieder das gleiche Spiel, man guckt ja immer wieder ein Video, man kommt ja immer wieder und schreibt immer wieder einen Kommentar und... Man versucht immer wieder was und gibt nicht auf. Und da dachte ich mir, ja, das passt ja again. Und ja. Das, also ich bin zufrieden mit meinem Kanalnamen. Also, wenn ich den nochmal ändern würde, dann müsste ich aber echt stark irgendwas Geiles haben. Aber eigentlich bin ich mit meinem Kanalnamen eigentlich schon sehr zufrieden. Also ändern muss ich ihn nicht. Aber... Man weiß ja nie, was die Zukunft bereithält, ne?
Warum kommt eigentlich schon wieder Tümmler-Krüppel? Ah ne, die erste Dings war Rowan, aber trotzdem. Ich will lieber Rowan. Ich hasse diese Map nach wie vor. Warum wurde die übernommen? Was willst du hier direkt in unserer Base? Meine Güte. Was soll das? Ja, Lieblingsbücher für Schwitz kann ich ja nicht, auf jeden Fall noch nicht sagen. Jetzt kommt so eine persönliche Meinung. Wie würdest du mich, Schlingel, aka Schlangenpisse, und Joko beschreiben? Also Joko ist auf jeden Fall Noob. Exodosis auf jeden Fall. Ehrenmann. Oh, das ist easy. Triple Kill. Oder hat mir gerade jemand einen Kill abgesteelt? Willst du mich verarschen? Ah, dann habe ich wenigstens Subkill. Und Schlingel würde ich als, ja, mit einer Pornostimme. Der Mann mit der Pornostimme bezeichnen. Das würde ihm gar nicht gefallen, aber es interessiert mich nicht. So, du stirbst mit. Was ist mein absolutes Hass-Game? So ein absolutes Hass-Game, was ich direkt in die Ecke werfen könnte und zerstören würde, habe ich nicht. Aber so ein Spiel, das war auch so ein Wii-Spiel. Also dieses Wii Sports ist ja ganz geil, ne? Das ist cool. Aber dieses, weiß ich nicht, ob das Kegeln ist oder so ein Müll. Das ist auf jeden Fall sowas von langweilig und behindert. Oder dieses Nintendo Land da. Für die Wii U da, was man am Anfang auch bekommt da. Das ist Müll. Dann würde ich das hassen wollen, weil das ist einfach der größte Haufen Scheiße. Hat's mich mal. Diesmal wurde Sticks mit von oben bumsen. Oh, Schluss. Kackroller. Oh, hier, da geht er wieder in seiner Base. Ja, hier bleibt man in deiner Kackbase da. Oh, Base. Schön. Das ist lustig. Ganz schön witzig. Ich mich mit drei Wörtern beschreiben? Okay, dumm. Hässlich. Spaß. Ja, verrückt eigentlich. Also ich nehme jetzt mal so ein paar positive Wörter. Da würde ich verrückt nehmen. Ich hasse Roller nach wie vor. Mit diesem Sefis-Scheiß. Ja, natürlich. Warnete mich doch gleich. Meine Fresse. Kann der Typ mal herkommen? Oder nicht? Meine Nase schon wieder, ne? Meine Nase geht mir so heute so richtig wieder auf den Sack. Es tut mir leid. Das ist, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, hier liegt Staub in der Luft. Irgendwas liegt hier in der Luft. Ja, verrückt würde ich nehmen. Ich habe keine Ahnung. freudig auf jeden Fall. So lustig. Ich weiß nicht, ob ich lustig bin, aber ich bin halt so gerne freudig und so. Ich lache gerne und bla bla bla. Und ja, das letzte Wort könnt ihr mal schreiben, wie ich so bin. Was bin ich für euch? Das letzte vom letzten. Ja. Entweder das letzte vom letzten oder das beste kommt zum Schluss. Ja, das könnt ihr dann entscheiden. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Wir sind alle 4 Jahre auseinander. Ich bin 18, dann könnt ihr euch ja zusammenreimen, wie alt meine Schwester ist. 4 Jahre älter und mein Bruder ist 4 Jahre älter als meine Schwester. You know it. You know it. So. Ein bisschen rechnen heute. Warum magst du Pferde und Katzen so sehr? Katzen, weil wir damals... Okay, wir hatten damals auch einen Hund. Aber ich finde, Katzen sind einfach... Die sind einfach so flauschig. Die riechen gut. Sind süß. Ich muss echt sagen, Katzen sind für mich süßer als Hunde. Weiß ich nicht. Und ich habe auch nichts gegen Hunde, aber... Ich würde mich echt für eine Katze entscheiden. Die schnurren so niedlich. Ah, das ist einfach wundervoll. Da kann ich so bei einpennen. Das ist so beruhigend wie bei einer Katze ohne Scheiß. Das ist so geil. Oh, es kommt doch nochmal Arowana. No. Aber ist ja mal ein Wunder hier. Jetzt ruhig sterben. Nein! Diese Kackbombe. Jedes Mal in meinem Timing. Jetzt bring ihn doch um! Wow, da sind 2 meiner Kackmates und können diesen. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, Alter. Meine Fresse, diese Kackbomben. Die liegen natürlich perfekt, ne? Und ich sterbe dann natürlich, weil ich genau reinlaufe. Aber welche, die in der Bombe stehen.
Das hatte ich letztens ohne Scheiß. Bei so einem Splashdown war ich drin. In dem Splashdown drin. Nee, in den Schwarmraketen war ich drin. Bin nicht gestorben. Ohne Witz. Ich schwöre. Und dann, als ich nicht in den Schwarmraketen drin stand, bin ich gestorben. Oh, wieder dieser Kackroller, der sich geil fühlt. Diese Haare sind auch so hässlich, aber das... und Pferde sowieso, da ich schon mit 9, 10 Jahren sowieso Pferde sehr mochte. Habe ja auch geritten. Ich war die Einzige, die Galopp konnte. Das fand ich lustig. Im Kurs. Ich musste immer vorne reiten. Und ich war die Einzige, die Galopp konnte. Und die anderen durften dann nur Trab reiten. Fühlt sich eigentlich geil. Du Scheißroller, du gehst mir richtig auf den Piss. Kannst du nicht was anderes machen? Wieso musst du herkommen, wenn ich aufnehme? Geh doch einfach weg. Geh einfach weg. Der regt mich richtig auf, der Typ. Der geht mir richtig hart auf den Sack. Nee, nee, ich hau ja schon ab. Kann ja dein Mädchen umbringen. Oh Gott. Ja, hör auf mich anzuzielen. Dann schieß doch endlich mal. Meine Fresse. Und dann kommt wieder so ein Kackroller. Weißt du? Weil ich hoffte... Ja, ohne Scheiß, ich habe gehofft, dass die Sniper mich umbringt. Aber die war so einfach zu blöd. Das ist einfach... Mann! Gott! Wenn die mich schön anzieht, dann sollte sie mich auch umbringen. Ich stehe auch die ganze Zeit nur da, ne? Und kein Gefühl, nichts. Ich finde diesen Roller einfach so behindert, ne? Ohne Scheiß, da geht mir schon die ganze Folge jetzt hier so auf den Piss. Und ich kann auch zu großen Pferden einfach rübergehen, wo meine Mutter mal sagte, geht da bloß weg. Ich bin einfach hingegangen. Verpiss dich. So, Roller, willst du mich nochmal umbringen, wo du hier rumkämpfst? Oder Sniper, schaffst du es noch? Nee, warum denn auch? Alter, Sniper, ich hab was von dir erwartet. Warum hast du mich nicht umgebracht? Was soll denn das? Man. Ich hätte ohne Scheiß Hoffnung. Und wenn du eine Nachspeise wärst, welche wäre es da? Welche wäre das und warum? Also ich würde Quarkspeise nehmen. Viele kennen das eh nicht, aber das ist halt so Quark so. Und dann kann man das mit verschiedenen Früchten eventuell machen. Das ist einfach beste. Das wäre geil. Mit Mandarinen oder Erdbeeren oder was auch immer. Das kann man sich entscheiden. Oh, das ist so geil. Ja. Wenn ich 3 Wünsche frei hätte, was würde ich mir dann wünschen? Alexa. Jetzt kann ich wissen, was ich mir alles wünsche. ich würde mir auf jeden Fall als erstes den Wunsch äußern, dass ich über Millionen Wünsche frei hätte oder unendlich Wünsche frei hätte und dann mein Leben einfach nur noch feiern werde. Weil ich mir dann von diesen unendlichen Wünschen alles wünschen würde, was mein Leben bereithält. Naja, das wäre so das Ding. Naja, das ist auf jeden Fall klug, ne? Ja. Oh Gott, was ich mir dann alles wünschen könnte. Wäre auch irgendwie leicht pervers, auch ein bisschen, ne? Aber es wird auf jeden Fall viel Gutes sein. Was ich jetzt nicht äußern würde, aber... Oh nein, das geht ja in die falsche Richtung. Bist du mit deinem Leben zufrieden? Ob ich mit meinem Leben zufrieden bin? Und wenn ja, warum? Ja, weil es einfach gerade bergab... bergab, ja. Ich bin zufrieden, weil es bergab geht. Nein, weil es bergauf geht. Bin ich sehr zufrieden. Und, da kommt auch gleich so eine... Oh nein! Hau ab! Nicht der schon wieder! Junge, geh mir doch nicht die ganze Folge auf den Piss! Kannst du wiederkommen? Ich schieße dich mit Insta-Bomben voll spam. Ah, ist so geil, wenn du was ankündigst und dann der Scheiß auch noch klappt. Ah, ist das schön. Das ist das Beste für heute von dieser Folge. Ah, du mit deiner Kackbombe, ne? Hab dich genau wieder perfekt in den Weg gelegt. Leute, die über sich verpissen. Du Bumsroller, ne? Oh, Scheiß!
Die gehen mir so hart auf die Eier. Die gehen mir richtig hart auf die Eier. Ich wusste, ich find's aber los. Oh. Rolli! Rolli! Ich hab so ein. Ach, es gibt zwei? What? Warum gibt's denn. Leck mich! Jetzt verlieren wir mal mein Tennis geschissen Gericht. Mann! Kannst du mich grüßen? Nein, Nori, ich grüße dich nicht. Spaß. Ich bin nur angepisst. Oh, ich bleibe hängen. Hilfe. Kleine Pissnelke da. Oh. Sniper von hinten. Komm her. Oh, just kidding me. Sniper geht mir so richtig auf den Piss. Nee, am meisten geht der Roller mir auf den Sack. Die Sniper kann eh nichts, aber können wir das wenigstens noch gewinnen? Das wäre toll. Oh, hi. Tschüss. Oh, wer ist denn da? Ein wunderschöner Kackroller. Snipey! Ja, als ob. Weil ich von irgendwas Hits bekommen habe. Und dann hat die Elite mich noch abgestaubt. WTF. Was war gerade das für ein Bug, Alter? Habt ihr den gesehen? Dieser Inkling da? Der hieß ja Inkling, ne? Oder? Oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Habt ihr es gesehen? Der ist gerade in der Luft gepackt. Ja, der war gerade so über meine Killcam da. Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Egal. Heute lassen wir das mal für die Fragen und Themen. Ich habe noch weitere. Falls ihr noch welche habt, die ich in die Folge mal reinpacken soll, dann schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal für einem weiteren Video. Und wo ich heute das Video jetzt aufnehme, werde ich heute noch streamen. Geil. Macht so viel Sinn.